Hey, you asleep? You better not die before I've been able to take care of you. Answer the governor. Who told you of the existence of these plans? Who told you where they were? Speak! Who? Everyone. And no one. Sometimes you just have to listen to people thinking. And you, you think so hard, you humans. You prattle on all day long inside your little skulls. What are you going on about? Listen to people thinking. You still haven't understood? All those desperates who had the bad idea to taste amber. I hear their thoughts. I hear everything they think. And the elves, they're like me. They hear your guards thinking that they'd hope for a bit less boredom thanks to a small dose of this golden poison. It appears that smuggling is doing well. The elves have had your tower under surveillance since the beginning, Barriman. Lies! You're making it up. Oh, really? Yet I can clearly hear your torturer thinking that this morning, he sold the pipe of a prisoner to be able to pay for a little smuggled amber. And also that his balls are itching. There is no contraband in Akinash. Consummation of amber is prohibited. You're talking nonsense. Aaron, you will gather your men and inspect the bowels of the tower. I want to know the truth. But Father, if the elves are spying on us, wouldn't it be better to focus on... Don't meddle in diplomacy. I'll make sure to summon the elf ambassador. And if they are watching us, he will answer for this betrayal. If you say so, Father. And so you managed to get hold of the plans of Akinash. Have you given them to the elves? Well, anyway, Querberos was the only one able to decipher them. No. I still had stuff to do inside your walls before returning to the World Tree. I heard that access to the heart of the tree, the bridge, was protected by a tamper-proof lock, and that you keep the only key in your apartments. So I said to myself, hey, Rakash, if you hope to reach the heart of the World Tree, you'll need this key. Go visit this governor. Try not to dirty the carpets too much. Pass auf, dass die Deppe nicht allzu dreckig ist. While I stuck up on throwing knives, I'll ask Ozcan how to enter the freaking fortress that is Governor Barriman's apartment. Okay, okay. Na gut. Sind wir jetzt mal wieder im Versteck. Hier ist alles schön hell. Was uns auch egal sein kann, finde ich gut. Wunderbar, zu Hause. Hat man hier nicht die Fackeln ausgemacht? Na, wahrscheinlich kommen wir jetzt von der anderen Seite, ne? Irgend sowas. Versteck 26 Meter. Was ist das? Da kann ich irgendwas. Warum kann ich da ein Messer dran werfen? Ach, dann fällt das so runter. Okay. Was da unten? Ozcan. Ozcan ist da unten. Kann ich vergiften? Wofür auch immer. Hat mir hier nicht so helfen, von wegen irgendwie. Da kannst du skillen, da kannst du dieses. Kann ich mich drum verstecken. Ozcan ist unten. Hä, wie komme ich denn runter? Hallo? Da. Okay, dann gehen wir da lang. So, da runter. Da runter. Da ist Ozcan. Hallo, Ozcan. Hey, look who's here. Did you find what you were looking for, my friend? And so, I'm off to Lord Barriman's place. What? Did you spill some brains, or have you just got a death wish? You want to turn up at the big boss's place, just like that? Well, I would have announced my visit with a hunting horn, but I left it in my other pants. Listen, friend, if you really want to go there,
I might just know how to get you inside. I'll explain, if you just be so kind as to bring me back a small souvenir in exchange. You wouldn't know how to get to the heart of the tree by any chance, because it would save me time. No. If I knew that, I would already have sold it myself. The heart of the tree. Well, just reach right in the tree and grab it, old son. Well then, okay, I'll see if I can find what you want. Spit it out. I know that Barriman has a secret room in his apartment, and I'd like to know what it's used for or what's inside. For someone like me, that kind of information is worth big money. Hey, finding secret rooms is what I do. Listen, every day, Barriman gets a delivery of huge chests containing his clean clothes, food from his personal reserve, and documents that he has brought up from the library. All you have to do is to get inside one of the chests and be delivered to his home. What do I look like? Pastrami? Then again, I got nothing to lose. What is it you need me to get? I don't know. Anything that looks expensive. I've never set foot inside the governor's place, but there must be plenty. Okay, I'll see. Will that be all, my prince? No. There's a guy, Owain, the foreman of the reinforcement works, a crook at heart, like you and me. Except that, all of a sudden, the guy wants to go straight. He had a vision. You know the type. Anyway, I don't know what's bitten him, but he threatened to inform on some of my guys if I didn't leave him alone. I get the feeling that a friend of yours is going to have an accident. Yes, but more than that, I want to make an example of him. Something that says, when you do business with Oscan, it's for life or death. Bring his body back to me, and I'll arrange a small show in public. Damn, transporting a corpse. This is going to cost you, buddy. I hope it's worth it. Sitting up to your ass in water all day long. Don't worry about that. Alter, der will, dass ich eine Leiche hier hinbringe? Du hast doch einen Vogel, oder? Mein Jott. Naja, wo war das hier mit Skillen und Vorräte auffüllen und sowas? Versteck. Hier ist jetzt nichts, ne? Da muss ich hoch zum Versteck wahrscheinlich. Was ist hier so? Nix. Gut, gut. Start. Versteck. Ja, ich werde da hoch zum Versteck müssen. Für die Skill-Sachen. Der hat doch echt einen Vogel. Ey, ich soll für ihn was Wertvolles klauen. Ich soll für ihn jemanden umbringen. Ja, das ist ja noch legitim, sag ich mal. Ja, naja. Und dann soll ich auch noch die Leiche hier hinbringen. Ey, der hat doch echt einen Rappel. Naja, egal. Versteck. Da geht's hoch. Und hier geht's hoch. Und jetzt nach rechts. Und da ist das Versteck. Sehr schön. Sandvorrat ist voll. Okay. Will er mich verarschen? Hier, Versteck 2 Meter. Hä? Ah. Hallo. Da war was. Genau. Zack. Ja. Gut, dann nehmen wir doch mal. Okay, Goldhart. Ich wollte eigentlich die Messer nehmen, aber ist egal. Wurfmesser ist voll. Das ist auch alles voll. Wunderbar. Was ist das hier? Artefakte ansehen. Ja, mal sehr schön Artefakte eingesammelt, ne? Verdammt. Das hier. Mission erneut spielen. Fertigkeiten. Ja, und das war's. Dann gehen wir an die Fertigkeiten. Heimlichkeit. Gewandtheit. Heimlichkeit. Lass mal gucken. Den sechsten Sinn haben wir schon.
Wenn du unsichtbar bist, erzeugst du beim Gehen und Rennen keine Geräusche. Ja, das ist ja schon mal gar nicht schlecht, aber naja. Mit schneller Regeneration hältst du nach Unsichtbarkeit in kürzester Zeit die Hälfte des dafür aufgebrauchten Goldhartes wieder zurück. Das ist allerdings cool. Du bleibst für unbegrenzte Zeit unsichtbar, ohne Goldhart zu verbrauchen, solange du dich nicht bewegst. Das ist auch cool. Gucken wir trotzdem mal weiter. Gewandtheit. Geräuscharme Landung. Mit der Leichtigkeit und Wendigkeit eines Goblins machst du weniger Lärm, wenn du auf dem Boden aufkommst. 20 Fertigkeitspunkte. Dein Rollen- und Ausweichmanöver zum Abwenden von Angriffsschaden sind effektiver. Außerdem ist weniger Genauigkeit vonnöten, um einen Angriff auszuweichen. Okay. In einem Duell ist weniger Genauigkeit vonnöten, um den Angriff des Gegners zu kontern. Zudem ist das Zeitfenster für ein erfolgreiches Parieren größer. Du kannst Gegner im Fernkampf nun aus der doppelten Distanz angreifen. Ja, also diese hier, das nehme ich auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Klonen. Was kann der Klon noch? Dein Klon macht sich für kurze Zeit am Gegner zu schaffen, was du zu deinem Vorteil nutzen kannst, um ihn zu töten oder ungestört weiterzugehen. Befiehl einem Klon, sich in einer Kiste oder im Schrank auf die Lauer zu legen und den nächsten Gegner der Nähe zu schnappen und zu töten. Ach, das ist eine Fertigkeit. Okay, aber wir hatten doch auch sowas geskillt. Bei der Explosion eines Klonrauchbombe bereitet sich darum nur doppelt so weit. Wenn du einen Klon kontrollierst, kannst du ihn unsichtbar machen. Dabei wird kein Goldharz verbraucht. Allerdings ist der Befehl nur einmal pro Klon möglich. Das ist natürlich cool, aber boah, 90 Fertigkeitspunkte, wir haben nur 85. Goldharz-Vision. Wirst du die Umgebung leichter Gegenstände identifizieren, die du aufsammeln kannst. Doppelt so lange einsetzen. Blickrichtung des Gegners besser war. Nutzt dich, wenn du nur eine Silhouette siehst. Sichtfeld der Goldharz-Vision ist um 50% erhöht. Ach, sie hat ein eingeschränktes Sichtfeld. Okay. Ausrüstung. Lebensdrang zusätzlich. Du lagerst in deinem Versteck stets 3 Priolen mit Säure und kannst dich damit zwischen den Missionen ausrüsten. Wurfmesser zusätzlich bei dir tragen. Du kannst Goldharztag zusätzlich bei dir tragen. Säure wäre nicht uninteressant, glaube ich. Attentäter. Du kannst einen Gegner aus der Deckung heraustöten, sofern er sich nah genug befindet. Das ist geskillt. Du kannst einen Gegner, der sich unterhalb von dir befindet, von oben töten. Du kannst einen Gegner töten, während du dich an einem Rand festhältst und sich das Ziel deines Angriffs genau über dir befindet. Du kannst einen klassischen Kill etwas weiter von deinem Ziel entfernt als bisher ausführen. Ja, okay, so viele Punkte haben wir alle nicht. Außer für die zwei hier vielleicht. Und das ist geskillt, aber es ist, naja. Jäger kann ich nicht auswählen. Rollenausweichmanöver effektiver, nö. Duell weniger Zeit, nö. Was war denn das, wo ich gesagt habe, das ist cool? Beim Gehen keine Geräusche, schnelle Regeneration. Oh, das ist schwer. Klone machen kurz einen Gegner zu schaffen. Und diese Rauchbombe weiß ich überhaupt nicht. Unsichtbar machen wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach so, bei dem. Komm, wir nehmen Säure. Oder? Ne, wir machen hier Attentäter was. Du kannst einen Gegner töten, der sich unterhalb von dir befindet. Ne, ich mach mal das hier. Geht nicht. Ach, die muss man der Reihe nach machen. Okay. Dann machen wir halt das hier. Gut. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nur noch dahin, wo es das Mission starten kann. Und dann mache ich eine Aufnahmepause und wir werden die nächste Mission in der nächsten Folge starten.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!